عمل يعني انا عامل انا عامل استوديا وقف حق ما نقول في الانجليش مثلا se aparece o filme de Crico a escala feia de homossexualidade se cresce como que está ao ser emitido em Ina Alton Tai com que ela verbende em da SS estando de homossexualidade por exemplo em Todescharfe ou da besondere Fälle de Comedians und Künstler. Möchte wieder ein Fallbeispiel bringen und zwar das des Diplom-Ingenieurs Gustav G. Nebenbei einer der wenigen Akademiker, die sich bislang in unseren Forschungen gefunden haben. Wie gesagt, wir haben bislang nur einzelne exemplarische Akten ausgewertet. Das Büro der 2000 steht uns noch bevor. Aber man kann heute schon sagen, dass die nationalsozialistische Verfolgung homosexueller Einheit in Klassenjustiz schaut. Ich habe erst letzte paar Tagen einen Akt im Wiener Stadt- und Landesgericht in der Hand gehabt, wo ein Mann vor der Gestapo, nein, es ist sogar die Gestapo gewesen, vor der Gestapo, drei Seiten lang, also mit immer kurzen Beschreibungen, Prominente erwähnt. Darunter unter anderem der Botschafter Paul Adler, von dem auch damals jeder gewusst hat, dass er mit Toni Riedl in einer Beziehung lebt. Diese Liste wurde allerdings weder von der Gestapo noch von der Kripo abgearbeitet, wenn ich das so sagen darf, sondern einfach Aktendeckel zu und wieder vergessen, wogegen man die Ordnung tut, wie ich sagen möchte, die Vielzahl an Arbeitern, Kleinbürgern, Arbeitslosen, Hilfsarbeitern, die sich in den Fängen der NS das haben, sehr wohl verfolgt. Zurück zum Diplom-Ingenieur Gustav G. Er wurde am Abend des 1. Juni 1943 bei einer sogenannten Überholung, also einer Razzia des Pissoirs in Wettelbach am Karlsplatz festgenommen. In der Befragung durch den Kripo benannten Karl Kirlinger, einer der Spezialisten für Homosexuelle, die sich über mehrere Tage hinzog, gibt G. unumwunden zu, dass er abnormal veranlagt sei und in seinem Leben nie mit einer Frau einen normalen Geschlechtsverkehr vollzogen habe. Wie weit diese Aussage auch sprachlich, sozusagen von den Opfern stammen, ist sehr, sehr schwer einzuordnen. Wir haben es hier fast immer mit einer Sprache der Täter zu tun. Ganz selten, und ich werde gleich darauf zurückkommen, blickt sozusagen in diesen Akten auch die Opfersprache durch. Also in diesem Protokoll gibt er zum Zeitpunkt der Verhaftung als 54 Jahre zu, dass er mit mindestens 1000 Männern auf verschiedene Weise Geschlechtsverkehr führt. Dem wird er in der Hauptverhandlung widersprechen. Auch das nur als Diplom-Ingenieur konnte er sich einen Anwalt leisten und er hatte wohl anwaltliche Art, denn das Geständnis, dass er mit 1000 Männern Geschlechtsverkehr gehabt hätte, hätte unweigerlich die Einlieferung in einem Konzentrationslager bedeutet. Diese Zahl habe ihm der vernehmende Kriminalbeamte in den Mund gelegt, sagt er sogar. Zitat aus dem Strafakt. Ich möchte betonen, dass ich während der 37 Jahre seines sexuell aktiven Lebens oft und oft gegen meine gleichgeschlechtliche Einstellung angekämpft und mich beherrscht habe. Manches Mal ist aber doch die Natur stärker gewesen als ich. Es ist nicht anzunehmen, dass Gustav G., wie auch viele andere, freiwillig intime und intimste Geständnisse über sein Sexualleben machte und reihenweise ehemalige Liebhaber auslieferte. Eine andere Verhörmethode ergibt die Vernehmung des 27-jährigen Mannes.